10 Jahre Andis Musikparadies, wenn ich es jetzt richtig entnommen habe. Hier in Tübingen sind wir heute auf der FDF für die Familie, die Ausstellung. Und Andi, den Gastgeber sozusagen, den habe ich heute hier neben mir. Grüße dich. Grüß dich, servus Frank. Ja, 10 Jahre Jubiläum. Ja, 10 Jahre, eine unwahrscheinlich lange Zeit. Wir haben vor 10 Jahren hier auf der FDF begonnen, haben einen Tag Musikparadies aufgezeichnet. So haben wir das 2 Jahre vollzogen und dann kam die Anregung von der Messeleitung zu sagen, hey, das läuft gut, wir haben viele Besucher, lass uns doch 2 Tage machen, wäre das möglich? Und seitdem machen wir 2 Tage, einmal eher so eine Schlagerparty und am zweiten Tag wie gewohnt das Musikparadies unterwegs. Schlager und volkstümlich sozusagen, genau. Und ich denke mal, es gibt euch ja recht, die Zuschauer sind da, die Gäste. Und es ist ja in den öffentlich-rechtlichen Medien leider nicht mehr so vertreten. Das ist richtig. Natürlich auf der einen Seite ein bisschen schade, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen relativ wenig in dem Segment gemacht wird. Alle wollen immer die junge Zielgruppe und sprechen von den 14- bis 49-Jährigen, die werberelevante Zielgruppe ist. Eigentlich schade, weil ich weiß natürlich, es gibt unwahrscheinlich viele Menschen, die genau für diese Sendungen stehen und die gern anschauen, und da wird es immer weniger. Von dem her gesehen, ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten, da ich beruflich sehr eingespannt bin und halt sehr viel unterwegs bin, im Fernsehproduktionsbereich, also wir produzieren Skifliegen, Skispringen, Bob und Rodeln, aber wenn es die Zeit zulässt, wie jetzt heute und morgen hier in Tübingen, dann versuche ich natürlich hier die ein oder andere Show noch aufzuzeichnen. Also Wintersport, sagst, warst du jetzt gerade auch wieder unterwegs bei den ganzen WMs, was so im ARD stattgefunden hat? Ja, genau. Also ich war eigentlich von Anfang Dezember bis, also die letzte Veranstaltung, die jetzt noch sein wird. Also wir sind jetzt am Wochenende dann noch in Schonach im Schwarzwald für die Nordische Kombination. Und dann Abschluss wird sein das Skifliegen in Planitza am 22. bis 24. März. Und dann ist die Wintersaison vorbei. Es war eine harte Zeit. Wir haben unwahrscheinlich viele Events gehabt. Wir haben WM gehabt. Wir haben viele Weltcups gehabt. Und aber eine sehr schöne Zeit. Wir haben auch viel Schnee gehabt in diesem Jahr. Das war fahrmäßig nicht immer ganz so einfach, aber trotzdem eine sehr schöne Zeit. Und man ist mit den Athleten, also ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre, auch mittlerweile sehr gut befreundet, auch mit Trainern und so. Und von dem her gesehen ist es nicht nur viel Stress und viel Arbeit, sondern auch viel Spaß. So soll es doch sein, genau. Und die Musik ist noch der andere Ausgleich sozusagen. Ja? Genau, also es kommt natürlich auch hin und wieder mal vor, dass wir irgendwie abends in einer fröhlichen Runde sitzen. Und dann einer der Trainer sagt, Andi, schmetter doch mal eins oder so. Da kommt es natürlich dann auch vor. Aber wie gesagt, sonst ist es zeitlich immer ein bisschen schwierig. Aber ich versuche im Rahmen des Möglichen, wenn man Termine noch hat, dass ich dann auch die eine oder andere Veranstaltung, weil ich sehr viel Herzblut natürlich auch dranhängt, ich das sehr gerne mache. Und auch die Interpreten, weil es immer schwieriger wird, eine Plattform zu finden, denen halt immer noch gerne eine Plattform biete. Wen habt ihr denn jetzt so da gehabt in den 10 Jahren hier auf der Messe zum Beispiel? Also wir haben unwahrscheinlich viele da gehabt. Also Bata Illich ist heute zum zweiten Mal dabei. Der war bei der allerersten Sendung vor 10 Jahren auch hier. Das war so ein bisschen auch der Grund, warum er heute hier ist. Wir hatten Chris Roberts, wir hatten die Wildecker Herzbuben im letzten Jahr, Patrick Lindner. Toni Marschall war auch schon mal. Toni Marschall war hier, genau. Also ich glaube, so das breite Spektrum des deutschen Schlagers und der Volksmusik war hier in Tübingen vertreten. Wir haben immer versucht, jedes Jahr irgendwie nochmal eins draufzusetzen, und es ist uns immer gelungen und haben wirklich die Crème de la Crème aus Volksmusik und Schlager hier in Tübingen zu Gast gehabt. Na, hoffen wir, wie gesagt, dass es so noch lange weitergeht. Die Fans brauchen es und ich denke mal, nehmen es auch dankbar nochmal an, wie gesagt, wie man sieht. Wo kann man es sehen? Ihr zeichnet ja wieder auf. Wo seid ihr zu sehen und zu empfangen? Die Sendung ist zu sehen bei LTV, wie gehabt. Wir haben da ja jetzt halt nur noch sporadisch Sendungen, sonst ist immer jeden Samstagabend gelaufen. Jetzt halt immer nur, wenn halt solche Events sind. Und da ist es dann praktisch samstagsabends um 18 Uhr zu sehen. Okay. Kann man im Internet irgendwas nachlesen? Man kann es auch im Internet natürlich streamen, also zum einen bei LTV. Und es ist natürlich auch auf dem YouTube-Kanal drauf, also von dem her gesehen kann man es auch im Internet anschauen. Alles klar. Dann wünschen wir dir jetzt heute gutes Gelingen mit der Veranstaltung, mit der Sendung, und sage schon mal bis zum nächsten Mal. Vielleicht spätestens nächstes Jahr, aber ich hoffe, so lange müssen wir gar nicht warten. Ich hoffe es auch. Mal wieder öfters. Dir alles Gute. Hau rein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank und ganz liebe Grüße. Dankeschön. Sehr gut. Danke.